Vor ein paar Wochen habe ich mir meinen Bart mal wieder komplett runterrasiert für ein YouTube-Video und ich war mal wieder überrascht, was der Bart wirklich für einen optischen Unterschied ausmacht. Denn wenn du deinen Bart komplett runtertrimmst bzw. runterrasierst, wie ich in diesem Fall, das ändert die Gesichtsform doch schon erheblich. Und falls du das Video noch nicht gesehen hast, dann check das an dieser Stelle hier oben gerne mal aus. Nachdem ich meinen Bart jetzt komplett abrasiert hatte, habe ich meinen Bart jetzt einfach in den letzten 3,5 Wochen einfach mal wachsen lassen, wuchern lassen, damit ich heute für euch dieses Barttrim-Tutorial drehen kann. In diesem Video erkläre ich euch die wichtigsten Steps, die ihr auch alle da draußen zu Hause selber machen könnt, um einen gepflegten Bart zu haben. Und ihr werdet sehen, was diese Steps am Ende des Videos für einen krassen Unterschied ausmachen. Starten wir als erstes mit den Tools. Was benötigen wir heute zum Barttrimmen? Als erstes logischerweise einen Barttrimmer. Nicht wundern, ich verwende in dem Video hier heute unterschiedliche Barttrimmer, weil unterschiedliche Barttrimmer haben halt unterschiedliche Vorzüge. Aber ihr könnt einfach einen ganz normalen Barttrimmer verwenden. Zudem auch noch einen Elektrorasierer, eine Bartbürste und zu guter Letzt auch noch passende Pflege in Form eines Bartöls. Falls ihr eines der Produkte nachkaufen wollt, Leute, wie immer habe ich die Produkte selbstverständlich unten in der Box verlinkt. Starten wir mit den Outlines. Insgesamt gibt es 3 unterschiedliche Outlines. Einmal die Baseline, die am Hals entlang geht. Dann gibt es die Topline, das ist die Line, die an der Wange entlang geht. Und dann gibt es logischerweise auch noch die Lipline, die an der Lippe entlang geht. Wir starten an dieser Stelle mit der Baseline, denn die Baseline hat die größte Auswirkung auf dein äußeres Erscheinungsbild. Und wie gesagt, die Baseline ist die Halskontur, die unten am Hals entlang geht und am Ende des Tages auch deinen Kiefer widerspiegelt. Wenn du deinen Bart wachsen lässt, dann merkst du relativ schnell, dass deine Barthaare im Halsbereich relativ schnell wachsen und dass die Barthaare dort dichter und dichter werden. Und wenn das der Fall ist, wenn die Barthaare hier einfach wachsen, dann lässt das deinen Kiefer einfach ein bisschen weicher erscheinen. Wir als Männer wollen logischerweise einen markanten, starken Kiefer haben und dementsprechend passen wir die Baseline jetzt ein Stückchen nach oben an und säubern entsprechend den Halsbereich. Und wenn diese Barthaare hier am Hals nicht mehr sichtbar sind, und deinen Kopf dann runter machst und da keine Barthaare mehr zu sehen sind, dann macht das deinen Kiefer einfach optisch etwas markanter. Und wir beginnen jetzt am Ende des Kiefers, hier an dieser Stelle, und ziehen eine gerade Linie zur Spitze des Adamsapfels. Wichtig an dieser Stelle, die Baseline hier darf nicht zu hoch angesetzt sein. Das machen nämlich viele Leute am Anfang falsch. Wenn die nämlich zu hoch angesetzt ist, dann sieht es nachher aus, als hättest du ein Doppelkinn, wie zum Beispiel George Lucas. Und das willst du auf gar keinen Fall. Also Orientierung für dich, damit du keine Fehler machst. Die Baseline sollte ein Stückchen oberhalb des Adamsapfels verlaufen. Eine Fingerbreite dazwischen passt. Am Halsbereich tendieren die Barthaare dazu, nach oben zu wachsen. Und da ich am Halsbereich sehr empfindlich bin, möchte ich jetzt nicht gegen den Strich rasieren, sondern mit dem Strich. Und deshalb drehe ich meinen Trimmer jetzt hier um und rasiere jetzt von unten nach oben. So, das letzte Stück hier hinten logischerweise auch noch. So, und jetzt sieht das Ganze schon mal wesentlich gepflegter auf der Seite aus. Und das Gleiche machen wir logischerweise jetzt auch noch eben fix auf der anderen Seite. So, und einmal noch kurz checken, ob das auf einer Ebene ist. Wenn nicht, nochmal kurz anpassen. Und wenn doch, dann geht's weiter. Weiter geht's an dieser Stelle mit der Topline. Viele Männer vernachlässigen die Topline, aber die ist tatsächlich sehr wichtig. Denn die Topline kann nochmal deine Gesichtskonturen und dein Gesicht unterstreichen. Es gibt hier 2 Möglichkeiten. Einmal machst du entweder eine gerade Line oder du machst eine leicht geschwungene Linie. Wenn du ein eher volleres Gesicht hast, dann würde ich dir empfehlen, eine gerade Line zu ziehen. Dann wirkt dein Gesicht einfach etwas schmaler. Und wenn du eher ein schmales Gesicht hast, dann kannst du eine eher etwas kurvige Topline machen. Ich entscheide mich an dieser Stelle einfach für die leicht kurvige Bartkontur und dafür gibt es einen Hack. Einfach die Haut mit dem Daumen etwas nach oben ziehen, dann mit dem Barttrimmer eine gerade Linie machen und sobald ihr die Haut wieder loslasst, seht ihr, dass ihr eine leicht kurvige Kontur habt. So Leute, und jetzt ist die Lipline dran und spätestens, wenn die Barthaare vom Schnurrbart eure Lippen ein Stück weit überdecken, wie das jetzt auch bei mir der Fall ist, dann wird es Zeit, die einfach mal ein bisschen runter zu trimmen. Und der normale Trimmer, der ist mir jetzt an dieser Stelle ein bisschen zu klobig. Jetzt switche ich um zum Philips One Blade, denn mit dem kann ich am besten die Konturen ziehen und hier feinsäuberlich und präzise arbeiten. Aber bitte jetzt nicht einfach den Trimmer nehmen und geradeaus eine Kontur in den Schnurrbart reinhämmern. Das wollt ihr nicht. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder winkelt ihr euren Trimmer zum Mundwinkel hin etwas an und zieht dann die Kontur oder ihr macht ein Grinsegesicht und alle überstehenden Haare könnt ihr so dann dementsprechend feinsäuberlich runtertrimmen. Beide Varianten funktionieren an dieser Stelle wirklich hervorragend. Next Step. Im nächsten Schritt nehmen wir einfach ein bisschen
bisschen Volumen aus dem Bart heraus. Das mache ich wie folgt. Ich nehme einfach jetzt mal erstmal eine Bartbürste, bürste meinen Bart so ein bisschen auf, damit ich das ganze Volumen sehen kann. Wenn ich das gemacht habe, dann stelle ich meinen Barttrimmer auf die passende Länge ein. Und das kann je nach Bartlänge natürlich immer ein bisschen variieren. Ich habe meinen Barttrimmer jetzt auf 8 mm gestellt und jetzt aufgepasst, nicht wie ihr das vom 3-Tage-Bart kennt, von unten nach oben rasieren bzw. trimmen, denn dann habt ihr alles auf 8 mm, sondern gerade runter von oben nach unten. Denn wir wollen an dieser Stelle nur etwas Volumen rausnehmen. Und an dieser Stelle könnt ihr auch besser mit einer höheren Millimeteranzahl starten. Und wenn ihr merkt, okay, ihr möchtet noch ein bisschen mehr Volumen raus haben, dann dementsprechend noch ein bisschen nach unten adjusten. Damit die Barthaare auch so lange wie möglich wegbleiben und die Bartfrisur so lange es geht hält, folgt jetzt noch ein kleines Clean-up, einmal hier an den Wangen, als auch im Hals- und Nackenbereich. Und dazu könnt ihr am besten so einen Rasierer verwenden, damit ihr dementsprechend wirklich da an den Stellen komplett runterrasiert. Zum Abschluss empfehle ich euch jetzt noch die passende Bartpflege und je nachdem, was ihr für ein Typ seid, was ihr lieber mögt und je nachdem, wie lang auch euer Bart ist, gibt es natürlich unterschiedliche Produkte, ob Aftershave, Bartbalm oder auch Bartöl. Ich persönlich nutze an dieser Stelle jetzt unser Bartöl, das hat ausschließlich natürliche Öle und macht eure Barthaare wirklich richtig schön weich und geschmeidig und schützt vor Juckreiz und Schuppen. Auch wenn ich jetzt an dieser Stelle gar nicht viel Volumen rausgenommen habe, sieht man jetzt sicherlich beim Vorher-Nachher-Ergebnis, was die kleinen Details am Ende der Rasur tatsächlich für einen Unterschied machen.